Hier sind die Spielemeldungen der Woche und ja, auch wir kommen leider nicht mehr ohne Corona-Meldung aus. Sony wollte eh nicht dabei sein, Jeff Keighley wollte auch nicht hingehen und generell gilt die E3 ja als ein wenig angeschlagen und verstaubt. Da könnten böse Zungen vielleicht sogar behaupten, dass es den Veranstaltern vielleicht sogar ganz recht kommt, dass sie die Fachmesse jetzt im Zuge der Corona-Krise absagen mussten. Der Termin der E3 wäre natürlich traditionell erst Anfang Juni gewesen, aber schon jetzt ist klar, die Spielefachmesse fällt dieses Jahr zum ersten Mal in ihrer Geschichte aus. Derzeit finden aber noch Überlegungen statt, die Messe als reine Online-Veranstaltung auszuführen. Die großen Pressekonferenzen werden ja sowieso live gestreamt, insofern wäre es für uns Daheimgebliebene wahrscheinlich noch nicht mal ein allzu großer Unterschied. Xbox und Ubisoft zum Beispiel haben schon sozusagen digitale Pressekonferenzen angekündigt und Nintendo sendet ja auch seit Jahren nur noch die Nintendo Direct. Hoffen wir mal, dass die Grippewelle zum Sommer hin so weit abgeebbt ist, dass die Gamescom wie geplant stattfinden kann. Zumindest ist diese Woche der offizielle Ticketverkauf gestartet. Die Preise sind dabei weitgehend gleich geblieben. Neu ist aber die Kategorie After-School-Ticket, das das bisherige Abendticket ersetzt und auch nicht nur für Schüler gilt. Ebenfalls neu ist das Green-Ticket, mit dem ihr gleichzeitig was Gutes für den Planeten tun könnt. Da zahlt ihr nur einen Euro mehr, helft aber gleichzeitig der gemeinsamen Aktion mit der Organisation Treamer. Hier ist geplant, einen klimastabilen Mischwald in Bayern aufzuforsten und die Kölnmesse legt auch pro verkauftes Green-Ticket noch einen Euro drauf. Ja, boom! Da hat Activision doch glatt mit Call of Duty Warzone ein Free-to-Play-Battle-Royale für PlayStation 4, Xbox One und PC gelauncht. Ihr könnt also ab sofort mit bis zu 150 Spielern auf der Map Verdansk um den Sieg kämpfen. Falls ihr vorzeitig gefraggt werdet, landet ihr im Gulag. Dort könnt ihr euch mit den anderen gestorbenen Spielern duellieren und für den Fall, dass ihr gewinnt, wieder ins Gefecht zurückkehren. Oder eure Squad-Mitglieder holen euch mit dem im Match gesammelten Geld zurück, falls ihr es nicht für bessere Ausrüstung ausgegeben haben. Um Kohle geht es auch im Modus Beutegeld, wo ihr zwar unendlich Leben habt, aber möglichst viel Geld einsammeln müsst. Besitzt ihr bereits Call of Duty Modern Warfare, könnt ihr euren Fortschritt importieren. Und habt ihr auch den Battle Pass, könnt ihr 2 kostenlose Waffen, bis zu 300 Call of Duty Punkte, Visitenkarten und mehr durchs Spielen freischalten. Twitter haben Nintendo und Lego eine gemeinsame Kooperation angekündigt und das bedeutet nichts anderes, als dass es bald Mario-Sets zu kaufen geben wird. Lego Mario Time! Here we go! Kurz danach wurde auch ein Video veröffentlicht, das Lego Mario in Aktion zeigt. Verwendet werden dabei nicht nur klassische Bricks, sondern auch elektronische und Bluetooth-Komponenten. So sieht man zum Beispiel, dass die Mario-Figur über ein animiertes Gesicht und einen Bildschirm auf der Brust verfügt. Offiziell heißt es, so kann eine interaktive Lego-Mario-Figur Münzen einsammeln in mit Lego-Steinen gebauten physischen Leveln. Es handelt sich dabei weder um ein Videospiel noch um ein klassisches Lego-Set, sondern um eine neue Erfahrung, die Super Mario in der physischen Lego-Welt zum Leben erweckt. Zitat Ende. Auf Amazon waren zwischenzeitlich 14 verschiedene Sets gelistet, leider ohne Bilder und Beschreibung, aber wir wissen, so wahrscheinlich liegt das Release auf dem 1. August und die Preise liegen so zwischen 10 und 100 Euro. Ist mir aber völlig egal, ich kaufe die alle. Wahrscheinlich. Doch, ja, ich kaufe die alle. 3 Jahre ist es her, dass Horizon Zero Dawn auf der PlayStation 4 veröffentlicht wurde und seitdem natürlich auch etliche Preise eingeheimst hat. Und nun ist klar, die PC-Version kommt im Sommer. Verkündet hat das der Sony Worldwide Studios Leiter Herman Holst in einem Interview auf dem offiziellen PlayStation-Blog. Darin heißt es, ja, ich kann bestätigen, dass Horizon Zero Dawn im Sommer auf den PC kommt. Mehr Infos gibt es bald von den Studio Directors von Guerilla. Und anscheinend wird es sich dabei um eine Complete Edition handeln, sodass alle zusätzlichen Inhalte mit an Bord sind.
Mit der Community-Frage der letzten Woche habe ich anscheinend einen Nerv bei euch getroffen. Selten gab es so viele Antworten auf unsere wöchentliche Frage. Ihr habt fleißig gepostet, natürlich nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Facebook und auf Twitter. Die Frage war natürlich, angenommen, ihr müsstet für 2 Wochen in Quarantäne wegen Corona und ihr dürft nur ein Spiel mitnehmen. Welches wäre das? Da wurde zahlreich gepostet und natürlich wurden vor allem Spiele genannt, die man lange spielen kann und die nicht nach 6 Stunden vorbei sind. Florian Karl zum Beispiel schreibt, ein Open-World-Game, entweder Witcher 3 oder Skyrim oder Breath of the Wild oder Red Dead Redemption 2. Da sind hunderte Stunden Spielspaß garantiert. Und das ist natürlich komplett richtig. Es wurde sehr, sehr viel Zelda genannt, es wurde sehr viel Witcher genannt, auch Red Dead meinten einige, war mir ein bisschen zu lahm zum Release. Mittlerweile könnte ich mich dann darauf einlassen. Aber ein Spiel, was jetzt erst in den nächsten Tagen erscheint, wurde besonders häufig genannt und das ist Animal Crossing. Definitiv Animal Crossing. Animal Crossing ist ja, wie wir wissen, quasi ein Endless Game, was bedeutet, dass ich in der Zeit unter Quarantäne genügend Zeit habe, dieses Game zu zocken. Jawohl, Animal Crossing New Horizons erscheint ja in wenigen Tagen, aber bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Der Tobi scharrt schon mit den Hufen, wir haben auch schon 2 Review-Exemplare von Nintendo zugesichert bekommen. Das heißt, wir arbeiten daran, euch vielleicht ein kleines Tipps und Tricks oder Guide-Video zu machen. Vielleicht blicken wir auch ein bisschen auf die alten Teile zurück. Tobi ist unser Animal Crossing-Experte und selbst nicht unter Quarantäne würde der wahrscheinlich Wochen seines Lebens in dieses Spiel stecken. Unsere Partner von Nintendo Connect, also wahrscheinlich in diesem Fall der liebe Kevin Krämer, schreibt, kein Spiel, ich lade mir alle Videos von Vorzocke herunter und bin locker mehr als 2 Wochen mit grandiosem Content versorgt. Das stimmt wahrscheinlich, aber lieber Kevin Krämer, das kaufe ich dir nicht ab. Du bist einer der größten Nintendo-Nerds, die ich kenne. Ich glaube nicht, dass du freiwillig aufs Zocken verzichtest. Und hier die Frage für die nächste Woche und die kommt analog zu unserem aktuellen Video, was am Mittwoch online gegangen ist. Wir haben nämlich am Mittwoch die Top 5 der nervigsten Begleiter in Spielen gelistet. Chris und ich haben uns herrlich amüsiert. Und deshalb auch die Frage an euch, welche Begleiter, NPCs, also Figuren, die euch über einen Teil oder das ganze Spiel über zur Seite stehen, fandet ihr besonders nervig und hättet ihr am liebsten abserviert? Also schreibt in die Kommentare eure nervigsten Begleiter, die ihr in Spielen jemals bei euch ertragen musstet. Und das Video, was wir dazu gemacht haben, das seht ihr jetzt gleich in der Endcard. So, hier unten wie versprochen das Video mit den Top 5 der nervigsten NPCs für euch. Das ist wirklich sehr lustig geworden, das Video. Schaut es euch an. Außerdem natürlich abonnieren, Glocke setzen, Däumchen geben und weiterempfehlen.